Willkommen bei Malida und zu Folge, ich meine jetzt 6 von Cult of the Lamp oder 7, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass wir beim letzten Mal, oh, Bett kaputt? Ach, ich habe gar kein Holz mehr, stimmt. Beim letzten Mal haben wir den Kreuzzug nicht geschafft, ne? Mit dem letzten Schlag, wo ich ihn auch hätte platt machen können, bin ich ja leider gestorben. Ich gebe natürlich voll meinen Anhängern die Schuld. Also, der Messias ist. Oh, hier ist noch was. Der Messias ist nie schuld. Und. Ach ja, ich muss noch Stahl töten. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Oh, Scheiße. Stimmt, mein Glaube war ja ziemlich niedrig. Oh, Scheiße, stimmt. Und das ist alles Honey schuld, ne? Ne, wo war denn jetzt. Ach, dafür brauche ich auch 5 Holz. Oh, vielleicht hat er da oben was. 1, wow. Hier ist auch nichts. Vor allen Dingen, nee, das ist Phase. Wo ist jetzt Honey? Die sah wirklich anders aus. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ist sie da oben am Arbeiten? Ja. Her. Jetzt kann ich sie nicht sehen. Ich meine, die ist ein Hase hier. Und die war vorher kein Hase. Die war vorher irgendwas Graues mit dem Rüssel. Das war Honey und irgendwas ist mit dem. Ich habe geladen und dann war sie ein Hase. So gelblich. Okay, uns wird jetzt nichts anderes übrig bleiben. Ach, die haben. Ich habe ja noch das Ritual vom Fasten gemacht, ne? Deswegen ist die Nahrung noch gesperrt. Ja, wir müssen jetzt ein Grab machen. Obwohl, ich glaube, wird dann erst recht in den Keller gehen, glaube ich, ne? Also wenn ich ihn jetzt töte, das kann ich nicht tagsüber machen. Oh, Scheiße. Das ist so eine. Okay. Machen wir hier. Achso, ich muss hier noch alle kurz einmal die Loyalität steigern. So, Chakalaka, Chakalaka. Da ist das Honey, ne? Das war Phase, ne? Ach, der ist wieder. Da, die ist ein Hase. Die ist ein Hase. Das war sie vorher nicht. Was ist das? Pflanze? Pflanze macht sich ganz schön, ne? Als kleine weiße heilige Ratte. Wer ist das jetzt alles hier? Pommes. Oh, nice. Oh. Star-Lord, komm her. Ich habe auch, glaube ich, noch ein Geschenk zu verteilen, ne? Ist das eine Kette oder. Warte, wir schauen mal kurz. Der Anhänger wird schneller Hingabe erzeugen. Wer betet denn jetzt von denen? Ich glaube, Phase und so weiter, die. Jana hat schon, ne? Ja, die hat schon eine Kette, dann kriegt Phase das. Der ist auch die ganze Zeit am Beten. Stahl ist ja gleich nicht mehr. Oh. So. Phase, komm her, du kriegst jetzt noch ein Geschenk. So, für deine ganze Treue, also für die ganze Treue und Hingabe, die du mir schenkst. Genau. So, Starlord habe ich schon. Okay, ich glaube, ich muss auch noch Ritual machen, ne? Also eine Predigt halten. Oh, nice. Auch geschafft. Achso, was muss ich jetzt machen? Fluch der Okkultisten. 3 neue Flüche. Erhöhe die Gesamtmenge deines Eifers, um einen weiteren Fluch wirken zu können. Und hier. Nekromantenwaffen.
Ach, okay, diese Waffen beschwören Geister, wenn ich Gegner töte und die greifen noch an. Könnte auch stark sein, ne? Aber wir gehen jetzt mal auf Flüche. Genau, gib mir alles. Ich press euch alle aus. Die Abklingzeit. Ach, eine Doktrin hat auch Abklingzeit. Das heißt, ich muss erst warten. Oh, okay. So, wieder an die Arbeit. Warum hinterlässt mir keiner hier ein Geschenk? Und die Quest, warte mal. Die Quest konnte ich auch hier sehen, ne? Genau, töte Stahl. Ich hoffe, das geht noch, ne? Müsste. Also ich hoffe, ich kann das noch in der Nacht machen, nicht, dass dann die Zeit abgelaufen ist. Ich kann das schwer einschätzen. Oh, hier ist noch was. Also jetzt Stahl töten ist mir, glaube ich, einfach zu riskant, ne? Weil ich will ja eigentlich auf den Kreuzzug nochmal machen. Und weil jetzt wäre eigentlich die beste Gelegenheit dafür, weil wir das Ritual, das Fastenritual gemacht haben. Jetzt haben die alle eigentlich keinen Hunger. Okay. So, hier muss ich Heilquartier. Toilettenhäuschen. Ah, okay, dann gehen die da drauf. Ein Gebäude, das Anhängern die Möglichkeit gibt, sich um ihren Dreck selbst zu kümmern, quasi. Beichtstuhl, Propagandasprecher, geil. Hör dir die Beichte deiner Anhänger an, um ihre Loyalität zu erhöhen. Kann einmal täglich verwendet werden. So, stelle sicher, dass deine Anhänger deine Botschaft hören. In Reichweite der Sprecher arbeiten und beten Anhänger 20% schneller. Achso, das habe ich. Ah, das habe ich mit dem Gefängnis freigeschaltet. Günstige Rituale. Schreinflammenpaket. Entfache das reinigende Feuer und ernte mehr Hingabe. Okay. So, und auf der Seite. Düngersilo, Erntetotem, Vogelscheuche. Verbesserte Dämonenbeschwörungskreis. Beschwöre zwei Dämonen gleichzeitig. Ach so. Ah, Missionar. Ja, komm. Okay. Das wollte ich haben. Stimmt. Dann kann ich die Anhänger ja auf Reisen schicken. Quasi für mich ja noch auswärts arbeiten lassen, ne? Ich source die Arbeit aus. So. Okay. Und was mir gerade einfällt, ich müsste, glaube ich, auch mal so ein Steindingen bauen, ne? Ach, dafür brauche ich Gold. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Nee. Stahl. Kann ich den irgendwo hinschicken? Stein. Da ist kein Stein mehr verfügbar. Oh, 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 oh. Was mache ich jetzt? Wenn die Quest verloren geht, verliere ich 35 Glauben. Und was verliere ich nochmal? Kann ich das sehen? Spielerkult. Erhalte 20 Glauben, wenn ein Anhänger geopfert wird. Ich weiß nicht, ob das als Opfern gilt, wenn ich ihn einfach töte. Ach, Mann. Okay. So, schauen wir mal. So, jetzt hätten wir nur Besitztümer nicht. Gehen wir mal auf Jenseits.
ich kann mich nicht wieder, ich kann ja nicht wieder zurück. Ritual der Wiedererweckung. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, mit dem du tote Anhänger wiedererwecken kannst. Geil. Und führe in deinem Tempel ein Ritual durch, um ein Begräbnis für einen deiner kürzlich verstorbenen Anhänger durchzuführen. Alte 20 Glauben. Nee, machen wir Wiedererwecken. Dann können wir ja Stone wiederbeleben. Nice. Okay. Oh. Oh, da ist... Ah, Loyalität. Ah, das kostet aber auch 10 Glauben, ne? Ja, komm, wir holen Stone jetzt einmal zurück, wenn das geht. Stone. 33. Mitglied seit 15 Tagen. Ach, der ist aber so... Ist er dann immer noch ein Abweichler? Gucken wir mal. Hm. Ach, alle sind happy und glücklich. Da ist gerade eine Leiche wieder erweckt worden. Okay, Predigt habe ich ja schon. Ne, der ist ganz normal, ne? Oh, oh. Leute, geht jetzt alle schlafen. Geht jetzt alle schlafen. Stopp. Du hast da, Lord, was? Nein, 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 nein. Komm, du kannst mir das noch einmal geben. Wir müssen jetzt schnell machen. Ja, genau. Jetzt geht alle schlafen. Geht alle schlafen. Schlafen, schlafen. Ach, die haben... Oh, die haben sich die Hand gegeben. Wer war das? Honey und... Hase Deluxe ist jetzt auch ein Hase? Ah, ne, da war die ganze Zeit ein Hase, ne? Wo ist Stahl? Wo ist Stahl? Star-Lord, Honey, Jana, Pommes. Was? Neu zuweisen. Stahl wohnt hier. Ach, das ist der am Ackern. Stahl. Ja, Stahl. Es tut mir leid. Na komm, wir wollen was sehen, ne? Genau, so. Alles für die Show. Ah, tut mir aber echt leid, ne? Alles nur wegen einem Witz. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Jetzt schnell, schnell verstecken. Scheiße. Jetzt habe ich zumindest keinen Glauben verloren, ne? Das ist das Loch von, okay, hier rutscht Stahl. Kann ich das wegmachen? Wenn ich ihn da nicht mehr, Gebäude bearbeiten. Komm, 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 komm. Entfernen. Okay. Okay, falls wir es nochmal brauchen. Jetzt habe ich, glaube ich, eh keine Ressourcen. Okay, Glaube ist am Start. Dann machen wir jetzt den One. Dann gehen wir jetzt auf Kreuzzug. Bärenmahlzeit. Wie viel sind wir jetzt? Immer noch 7, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kochen. Yo, 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 yo. Ach, die Belohnung. Ach, hier ist schon wieder ein Bett. Okay, Belohnung hat, glaube ich, keine Zeit mehr, ne? Weil die Sanduhr unten bei der Quest ist jetzt weg. Also die ist jetzt weiß. Ach, das muss ich machen, ne? Okay, alle wieder an die Arbeit. Keiner vermisst Stahl. Scheiße. Oh, Mann. Ich hoffe, das war's aber jetzt mit den Jokes, Honey. Okay. So, dann versuchen wir es jetzt einfach nochmal. Des Sturms. Ein Handschuhpaar mit tödlichen Stacheln. Anfänglich schwach, aber nach einer abgeschlossenen Kombination vernichtend. Okay, und das? Schießt drei Projektile gleichzeitig.
Okay. Ja, jetzt müssen wir die Dinger doch kaputt machen. Weil... Oh. Weil wir haben quasi kaum Holz. Obwohl, wir sind doch, glaube ich, bei der letzten Quest extra auf so ein Holzfeld gegangen, ne? Aber wir hatten, glaube ich, Malus, weil wir den Boss nicht geschafft haben. Ach komm, irgendwie... Okay. Alles klar. So, jetzt geht's weiter. Ich hoffe, ich kriege noch andere Waffen. Wow! Ach so, ja, hier sind wieder die Frösche, ne? Shit. Ich hasse die Frösche. Jetzt sterb endlich, ey. Okay. Knochen, Knochen, Knochen. Okay, weiter geht's. Alles klar. Okay, hier kann ich mir aussuchen, ne? Gehen wir erstmal nach hier. Oh, das war nice. Okay, hier unten ist Taro. Nehmen wir uns zuerst ab. So, die Karte wird aufgedeckt. Bei einem Treffer wird allen... Ah, noch ein krankes Herz, ne? Genau, jetzt haben wir zwei. Weil ich diese eine Fähigkeit, diese Kronenfähigkeit, freigeschaltet habe. Okay, aber wir müssen jetzt einmal zurück. Hier war noch ein Raum. Oh. Okay. So, 10% Chance, keinen Schaden zu erleiden, wenn du angegriffen wirst. Okay, jetzt haben wir zumindest zwei aktive Taros. Noch nicht überzeugt hier. Jetzt haben wir gar nichts bekommen, ne? Achso, wir können einmal gucken. Oh. Okay. Stimmt, wir müssen auch ein bisschen öfter die Flüche einsetzen. Okay, das war's, glaube ich, ne? Ich hasse die Panzerhandschuhe. Oh, das gibt Stein. Also ist auf jeden Fall nur so eine Zufallschance, ne? Weil der eine gab jetzt Stein, der andere nicht. Okay. So. Noch ein Anhänger. Also wir hatten eigentlich genug Beeren jetzt, ne? Ja, komm, machen wir Anhänger. Ja. So, Hackett, bitte nimm unser Opfer an und segne uns mit fruchtbaren Böden und ertragreichen Ernten. Halte die Hungersnot fern. Super. Oh, jetzt wurde ich getroffen, ne? Oh, jetzt wieder. Oh, shit. Ach, Mann. Hey, wie viel kommen denn noch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ob sich das gelohnt hat, ey? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt ganz schön viele Leben gelatzt. Also beide kranke Herzen haben wir verloren. Auch noch? Ja.
So. Okay, wir sehen uns. Shit. Jetzt muss ich wirklich höllisch aufpassen. Ich darf jetzt eigentlich keine Leben verlieren mehr. Krass. Ich glaube, der gab auch Stein, ne? Okay, weiter geht's. Ach Gott. Oh. Oh, das hat ihn erwischt. Okay, wir machen jetzt lieber auf ein bisschen Nummer sicher. So. Zwei Gehirnwäschepilzsporen? Hattest du beim letzten Mal auch schon bekommen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber die Range von diesen Panzerhandschuhen finde ich jetzt auch nicht so groß. Ach, die Herde ist bereit für eine... Ein Bett ist zusammengestürzt. Okay. Oh, nee, ey. Oh shit. Okay, so geschafft. Okay, weiter. Oh, was sind jetzt noch alles? Warum versteckst du dich da? Okay. Nein! Ah, shit. Da wollte ich gerade zu viel. Ich wollte schon die Fallen auslösen und dann hat er aber auch seine Attacke gemacht. So, hier ist nochmal Taro. Komm. Come on. So, Angriffstempo oder heilen. Aber wie heilig, indem ich eigentlich nur ein Herz bekomme, ne? Ah, wir gehen auf Angriffstempo. Also bisher habe ich nur durch Taro mich eigentlich heilen können, oder es war ein Herz aus so einer Truhe. Oh. Oh Gott. Zuhören. So, der unglückliche Leshy, jüngster der fünf, er büßte seine Augen ein. Die temperamentvolle Hackett mit ihrer sauber durchtrennten Kehle, der feige Kalamar, dem die Ohren vom Haupte gerissen wurden, und Shamura, einst der klügste Kopf der fünf, bis dieser gespalten wurde. Nichts Böses sehen, sagen, hören oder denken. Jener, der wartet, hat dafür gesorgt. Okay. Kommt jetzt schon der Boss? Oh, jetzt kommt schon der Boss. Vier Leben. Oh Gott, ich weiß es nicht. Na gut, ich hoffe mal.
Ganz. Wie oft macht er nochmal? Dreimal? Oh ne. Ah, jetzt habe ich mich verfehlt. Okay, ich habe ihn eigentlich schon ziemlich down diesmal, ne? Okay. Ah, nice. Mal kleiner Bossgegner. Soll ich das auch kaputt machen? Nee. So, konvertieren. Oh. Holz, Stein, Kürbis. So, jetzt habe ich ja auch den ersten Teil, ne? Zum Kult zurückkehren. Okay. Ja, ich habe lieber Kürbis genommen, weil jetzt haben wir dann noch zwei weitere Mäuler zu stopfen. Ach, kein Schaden vom Boss. Plus 20% auf neue Gegenstände. Du siehst mich hier in Ketten, zu einem nichts verkümmert, aber so ist es nicht immer gewesen. Ich wurde von den Bischöfen des alten Glaubens an diesen verfluchten Ort gebunden. Sie haben mich betrogen und mich hier verrotten lassen. Jeder der vier Ketten, die mich festhält, wird von einem der Bischöfe überwacht. Wenn ich den Bischof, du sprengst die Kette. Zerstöre alle vier und ich werde frei sein. Ich gab dir neues Leben, Gefäß, und jetzt musst du deine Schuld begleichen. Um die Bischöfe zu besiegen, musst du stärker werden. Opfere einen Anhänger, um mehr Kraft zu absorbieren. Das wird dir auf deiner Mission, mich zu befreien, helfen. Oh, opfere einen Anhänger, um stärker zu werden und neue Fähigkeiten und Waffen freizuschalten. Anhänger höherer Stufen sind bei Opferung wertvoller. Also nehme ich mit deren Energie oder deren Lebenskraft? Oder mache ich da einfach nur ein Loch rein in die Anhänger und fahre mir dann die Hingabe. Oh. So. Was war das? Plus 3 Holz. Oh, das mache ich auch. So. Ich finde, Stone integriert sich. Was war das denn? Ach, das war ein Vogel. Stone integriert sich gut. Wo ist jetzt Honey? Ach, hier ist das Bett, ne? Ah, hier. Okay. Haha, ich kriege mich nicht mehr ein vor Lachen. Dieser Ausdruck des Schreckens in den Augen. Urkomisch. Es geht doch nichts über Streiche. Oh Gott. Oh Gott. Das haben sie aber echt makaber gemacht, ey. Scheiße. Stopp. Genau, du hast super Witze gemacht, dafür segne ich dich jetzt einmal. Warum wird da nicht gearbeitet? Immerhin. So. Aber hier kann auch wieder geerntet werden. Oh, warte, stopp, ich sehe es gerade. Die Infektionsgefahr ist wieder hoch. Wo liegt hier was? Oh Gott. Leute. Okay, hier muss noch irgendwo was liegen, aber wir müssen jetzt einmal schnell eine Predigt halten, bevor der Tag zu Ende ist.
So. Hört auf euren Messias. Okay, was gibt's denn noch? Eine neue Doktrin. So, jenseits haben wir schon 2 Punkte. Predige vom Wert irdischer. Ich weiß nicht, nehmen wir Versorgung nochmal. So, Nahrung des Jägers oder Nahrung der Beute. Eigenschaft Kannibale. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Kannibale. +5 Glauben, wenn sie eine Mahlzeit aus Anhängerfleisch essen. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Grasfresser. Du verlierst keinen Glauben mehr, wenn ein Anhänger eine Mahlzeit aus Gras isst. Okay, das ist nice, aber mit dem Gras. +5 Glaube, wenn sie eine Mahlzeit aus Anhängerfleisch essen. Oh Gott. Ich möchte von der Vernunft her das hier. Aber einfach just for fun. Ja komm, wir machen es einfach mal just for fun. Komm. Außerdem ist es mein Kult. So, meine Regeln. Oh, was für ein tolles Leben. Oh, da ist... sofort ist einer... Au. Oh. Damit werde ich stärker. Kriege ich damit auch mehr Herzen? Das ist jetzt die Frage, ne? Okay, Doktrin. Kannibale. Oh Gott. Okay, warten wir erstmal ab. Warten wir erstmal ab mit dem Opfern hier, bevor es hier richtig zur Sache geht. Geht mal alle pennen. Stopp. Warte mal, ich habe glaube ich nur 8 Betten, ne? Bären. Und Kürbis habe ich nur die Frucht, ne? Und keine Samen. Okay. Was auch immer da wächst, ich weiß es nicht. Ach, das ist noch voll. So, stopp mal. Was brauche ich denn jetzt für neue Zellen? 2 Gold und 5 Gras. Ups, ups, ich will da dahin. Okay. Machen wir erstmal so. Und wir haben 2. Schon wieder ist ein Bett kaputt gegangen. Wir müssen wirklich die Unterkünfte holen. Das bringt so nichts. Das kostet immer 3 Holz. So, und ich habe jetzt 6, 8 Betten. Ich brauche noch eins. So, Bett. Ach, hier kann ich es nicht hinstellen. Okay, dann machen wir da. Stone. Was machst du da gerade? Ach, was macht ihr? Ach Gott, hier ist alles voll. Soll ich ein Bett auch in Reserve bauen? Komm, bauen wir mal eins in Reserve. Ach, da oben noch. So. Okay, das haben sie jetzt gebaut. Ich hoffe, die gehen jetzt auch mal irgendwie an die Arbeit. Da oben hackt keiner Holz. Okay. So. Bitte verschone mich. Dann gucken wir mal kurz, was für Formen wir haben. Ach, guck mal an. Oh, wie süß. Das ist wirklich süß. Sonst haben wir keine neue Form, ne?
Ja, nehmen wir das. Farbe. Machen wir es so. Mit Piercing. Ja, machen wir mal lieber so. Okay. Das ist dann Mamba. So. Und Mamba hat die Eigenschaften, verliere mit der Rekrutierung dieses Anhängers sofort 10 Glauben. Ja gut, okay, das ist aber nur einmal. Und erhalte Glauben beim Bau besserer Unterkünfte. Okay. So. Oh. Genau, was machst du? Du arbeitest bei Holz. So. Übrigens, wenn ihr euch fragt, wer Mamba ist meine Frau. So. Bekehre mich zu deinem Kult, ich werde deinen Lehren treu folgen. Ja, und der muss jetzt auch sein. Ist jetzt Graf. Das ist ja eine Bossform, die er hat, ne? Das war doch die Form jetzt vom Boss. Dann lassen wir die mal. Und machen Graf so orange. So, was hat Graf für Eigenschaften? Das Tempo von Arbeit und Hingabeerzeugung wird um 10% reduziert. Trägheit, ja, das passt. Es wird um 50% leichter, die Stufen zu erhöhen. Alles klar. So, jetzt muss ich dich auch einteilen, ne? Falls wir gleich irgendwie haben, machst du Stein. So. Ach, die machen... Oh. Mamba? Ach. Chalamba, geil. So, pst. Anführer, es gibt Gerüchte, dass Jana ein Spion ist, von einem feindlichen Kult gesandt, um deine Macht zu untergraben. Du solltest mit dieser Person sprechen und die Wahrheit herausfinden. Alles klar. Kaum habe ich meine Frau hier in-game, da laufen die Informationen schnurstracks gerade zu mir. So, wo ist Jana jetzt? Jana muss, Jana. Chalamba, da. Was für ein schöner Tag im Paradies. Und wenn ich hinzufügen darf, du siehst heute besonders glorreich aus. Okay. Okay, ich habe die Quest schon abgeschlossen. Oh, oh, oh. Hier gibt's Beef. Hier gibt's Beef. Zwischen Mamba und, wer ist das? Oh ja, Beef, Beef, Beef. Wer war das jetzt? Pommes. Chakalaka. So, warte, ich muss euch alle auch segnen. Ich komme hier gerade nicht hinterher. Gold abholen wir da. Star-Lord. So. Oh nein. Ach, schade. Jana, das war eine gute Rede gerade von dir. Sofort war die Unschuld klar. Was ist denn hier? Scheiße, warum? Phase? Boah, was ist hier los? Was ist hier los? Jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen, ne? Nein, dich wollte ich gar nicht. Ich wollte hier Pflanze. Jo, 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 jo. Und Star-Lord, den hatte ich schon, ne? Ja. Okay, jetzt. Oh Gott. Nee, wir brauchen jetzt die Unterkünfte. Ja. Ach, einfache Dekoration. Und dann hinter das Toilettenhäuschen, glaube ich, ne? Okay. Kostet 10 Gold, 2 Steine und 5 Holz. Holz ist auf jeden Fall ein Problem. So, das brauchen wir auch. Ach, was ist denn da oben wieder los? So.
Oh. Vase hatte ich schon, ne? So, jetzt müsste ich eigentlich gleich wieder was zu essen machen. Ja, machen wir erstmal das. Was? Was passiert? Du hast ein neues Gebäude gebaut. Also glaubenstechnisch bin ich voll auf der Höhe, ne? Hier sind zwei. Danke, Anführer. Mein Glaube an dich war gerechtfertigt. Oh, nice, nice. So. Mamba. Nun, offensichtlich ist da etwas im Busch. Du musst mir glauben, Anführer. Ja, tue ich auch. Wir haben Jana einfach im Blick. Ja. So, da oben wird gearbeitet. So, ich könnte hier auch noch etwas Holz machen. Jetzt muss ich aber ein bisschen nach... Oh, jetzt kommt die nächste. Das ist Jana, ne? Jetzt kommt sie und sagt, ah, Mamba, Mamba. Pass auf, ich kenne das Spiel noch. So, ich spüre meinen Knochen knirschen und meine Sehkraft schwinden, aber mein Herz sinkt wie... sinkt im Wissen, dass ich mein Leben in deinem Dienst verbracht habe, oh mächtiges Lamm. Oh. Jana ist alt geworden. Wie alt ist sie denn? Ich bin zu alt und schwach, Großanführer. Mir bleiben nur noch ein paar Tage. Gedanken lesen. Hat ein hohes Alter erreicht. Ach, ich habe ein gutes, arbeitsreiches Leben geführt, aber jetzt werde ich müde. Okay. Glaube ans Opfer. Erhalte 20 Glauben, wenn ein Anhänger geopfert wird. Erzeugt 15% schnelle Hingabe und genau mit dem Essen. Das sind unsere Kulteigenschaften, ne? Und das sind eher die individuellen. Alles klar. So, ich glaube, bevor wir kochen, müssen wir einen Magen weniger zu stopfen, würde ich sagen, ne? Ritual. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass mir die Wahl einfach fällt, aber... Tja. Alte Menschen laufen da nur noch rum, belasten das Sozialsystem, müssen weg. Oh, die hat eine Kette. Oh, Scheiße. Scheiße. Boah, das gibt aber mega Glauben hier, ne? Was war das denn? Okay, Predigt. Ja, machen wir auch, ne? Boah, der Glaube fliegt nur so rein. Ja, machen wir, dass wir mehr benutzen können. Nice, nice, nice. Oh. So. Okay, die anderen Rituale sind alle auf Cooldown. Okay. Ja, dann sind wir hier fertig, Leute. War doch eine geile Ansprache, wa? So. Jetzt müssen wir Jana nicht mehr durchfüttern. Stopp mal. Ihre Leiche ist auch gar nicht da, ne? Anhängerfleisch. Jetzt habe ich Anhängerfleisch. Fisch habe ich. Okay, stopp mal. Anhängerfleisch. Anhängerfleischmahlzeit. 75% Chance, dass eine Krankheit ausgelöst wird, ist durchgestrichen. Nur positive Eigenschaften? Dass sich die Anhänger-Loyalität erhöht. Dass ein abtrünniger Anhänger sich wieder einreiht. Geil.
Okay, wo ist das noch? Eine miese Mischmahlzeit. Okay. Durchschnittliche Fleischmahlzeit. Tödliche Mahlzeit. 75% Chance, dass ein Anhänger sofort stirbt. 100% Chance, dass wertvolle Ressourcen hinterlassen werden. Oh, scheiße. Okay. Wer will Happa Happa? Zack, zack. Da müssen wir aber erstmal gucken, wer das jetzt ist gleich. Zack. Oh, Trophäe Kannibale. So, wer kommt Happa Happa machen? Wer ist davon getriggert? Pommes. Oh ja, boah, da läuft das Wasser im Mund zusammen. Oh ja. Und? Honey, ist klar. Wer solche Witze reißt, der haut da voll rein bei so einer Fleischmahlzeit. Pommes hat die Eigenschaft Kannibale und hat eine Mahlzeit aus anderen Anhängern gegessen. Honey auch. Scheiße. Oh Gott. Oh, ich glaube, jetzt gibt's hier Ärger. Oh, entweder wollte Stone auch den Anhänger essen oder er fand das halt generell nicht gut. Scheiße, die haben den Anhänger. Die haben Jana gegessen. Oh mein Gott. So, wie viel muss ich jetzt noch machen? 6, glaube ich, ne? Wir sind, glaube ich, 8, ne? So. Okay. Ja, ich würde sagen, ja gut, Holz geht langsam. Okay. So, wie viel kann ich davon jetzt bauen? 3, glaube ich, ne? Ne, nur 1. Ich habe nur 10 Gold. Shit. Oh, was war da noch? Missionar muss ich auch noch bauen, ne? Und hier die Blumendeko. Was noch? Ach, da unten. Die beiden Pfade. Ah, Leschi-Trophäe. Ach, da brauche ich Goldbarren. Ach, da brauche ich die Raffinerie. Ah, okay. So. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal Ende. Ne? Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist ja einiges passiert, auch innerhalb des Kultes hier. Vom Sozialgefüge und so weiter. Ne? Haben sich ein paar delikate Sachen abgespielt. Naja, so. Bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Malida.